So Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns wieder einmal einen platzierbaren Mod an. Dieses platzierbare Spanwerk, glaube ich, heißt es jetzt. Es werden jedenfalls Spanplatten hergestellt. Oder Messwerk, glaube ich. Schauen wir gleich im Shop nach. Zum Gebäude selbst. Man kann in diesem Gebäude, in diese Silos, eben Hackschnitzel einfüllen. Und daraus werden dann Spanplatten gepresst und hier auf Paletten abgelegt. Sieht recht ordentlich aus, würde ich sagen. Wir haben hier eine digitale Anzeige. Wir haben ein schönes kleines Industriegebäude. Auch hier auf dem Dach, wenn man sich das ansieht, sieht ganz ordentlich aus. Auch der Sound im Hintergrund, das Hacken. Und man hört auch immer wieder Leute sprechen. Das finde ich sehr, sehr schön. Presswerk, so heißt es. Also Presswerk, platzierbar, die ganze Geschichte. Rohstoff ist eben Hackschnitzel, haben wir 26.999 und Produkt Pressplatten. Wir werden die ganze Geschichte jetzt mal etwas vorspulen. Und wir sehen, das schaltet sich ab, das Gebäude. Wir haben die 8000 erreicht, eben wird dann eine Plane darüber gemacht, damit das ganze Zeug auch nicht nass wird. Und man kann es schön mit dem Frontlader eben aufnehmen und an dieser Stelle hier verkaufen. Dieser Verkaufspunkt ist ebenfalls im Pack enthalten und der Download-Link zu diesem ganzen Pack kommt natürlich in die Videobeschreibung. Also man kann sie dann nehmen und hier drüben verkaufen. Momentan gibt es noch keine weitere Firma oder kein weiteres Gebäude, das diese Platten weiter verarbeitet. Das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, wenn eine kleine Tischlerei oder irgend oder ähnliches eben im Spiel noch hinzukommt, wo man diese Platten dann abgeben kann und wieder weiterverarbeiten kann. Aber dazu kommt es vielleicht irgendwann noch später. Wir schauen kurz in den Shop. Im Shop natürlich zu finden unter den platzierbaren Objekten. Da haben wir das schon, das Presswerk. Es kostet nur 100 Euro. Also wirklich eine recht unrealistische Summe, würde ich sagen. Da würde ich mir auf jeden Fall noch eine Abänderung wünschen, da das sehr, sehr unrealistisch ist. Und es kostet uns 90 Euro am Tag. Das ist wieder etwas realistischer. Aber man sieht schon den Unterschied. Es kostet uns am einen Tag fast gleich viel, wie es beim Bau kostet. Da haben wir dann den Pressplattenankauf, eben den Verkaufspunkt für Pressplatten. Der kostet uns nichts und ist im Kaufpreis um 1 Euro. Das war's eigentlich von dieser Mod-Vorstellung, von diesem tollen, tollen platzierbaren Mod, würde ich sagen. Das Spiel wird wieder um eine tolle Funktion erweitert. Eben, ich würde mir noch wünschen, wenn man die Pressplatten dann anschließend weiterverarbeiten könnte und nicht nur verkaufen. Also, ladet euch den Mod herunter, probiert ihn aus. Es ist eben eine nette Ergänzung zum Spiel. Und ich hoffe, dir hat diese Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ja, lass doch ein Abo da oder vielleicht sogar ein Däumchen. Schreib in die Kommentare, was dir nicht so gefallen hat oder was dir vielleicht besonders gut gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder mal einschaltest zu einer Mod-Vorstellung von mir. Und bis demnächst. Ciao.